In ein paar Wochen bin ich Papa und ich weiß immer noch nicht, welches Babyphone ich nehmen soll. Ich habe einfach keine vergleichbaren Strahlungswerte bei Babyphonen gefunden. Darum dachte ich mir, ich packe mir einfach alle aktuellen Favoriten und messe die Strahlung selber nach. Natürlich mit einem Messgerät, das elektromagnetische Felder erkennt. Und zur Auswahl habe ich einmal von Philips das Avent SCD 505, von Philips außerdem das Avent SCD 560, von Motorola das MPB 16, außerdem von Nook EcoControl Plus DCT 267 LCD und von Angel Care AC 701D. Erstens die Testumgebung. Damit die Messwerte im Nachhinein auch vergleichbar sind, brauche ich die ganze Zeit störungsfreie und ähnliche Testbedingungen. Also die Umgebungsstrahlung mal für eine Weile beobachten. Weil die Testkandidaten alle unterschiedliche Funktionen und Specials haben, nehme ich den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich den normalen Babyphone-Betrieb. Ja, und weil alle Testkandidaten außer das Motorola einen Echo-Modus haben, der die Strahlung verringern soll, messe ich also jeweils zweimal. Zweitens, der Test. Und dann ging's los. Das Nook, die zwei von Philips, das Angel Care und das Motorola. Als erstes die natürliche Umgebungsstrahlung messen, was passiert, wenn die Geräte dazugelegt und angeschaltet werden. Nun kam der normale Betrieb dran, wozu ich jedes Mal die Elternstation ca. 15 Meter ins übernächste Zimmer gebracht habe. Und weil bei uns noch kein schreiendes Kind da ist, habe ich eben die Babygeräusche selber simuliert, um die Signalübermittlung zu aktivieren. Zwischendurch dann zum Vergleichen das Netzteil an die Babystation anschließen, außer beim Motorola, was immer mit Netzteil betrieben werden muss. Abschließend das Umstellen in den Echo-Modus. Hier war es spannend zu beobachten, wie sich die Strahlung zwischen Stille, also wo nichts übertragen werden muss, und bei Geräuschen verändert. Und in allen Phasen habe ich einen Durchschnittswert für die Auswertung zum Schluss notiert. Drittens, Auswertung. Eine ausführliche Auswertung gibt es auf unserem Beifolgesblog. Grundsätzlich ist der Test nur zum Vergleich der hier getesteten Babyphones gemacht worden. Die gemessenen Strahlungswerte sind nämlich nicht absolut und dadurch mit anderen Herstellerangaben oder Testergebnissen zu vergleichen. Denn schließlich konnte ich hier keine einwandfreie wissenschaftliche Testsituation herstellen. Aber um die Strahlung der Testkandidaten untereinander zu vergleichen, hat der Test bestens funktioniert. Denn meine Grundfrage war, ob das neue Angel Care, das mittlerweile ja auch Gegensprechfunktionen und andere Specials hat, immer noch die geringste Strahlung im Vergleich zu den anderen DCT-Babyphones hat. Dazu konnte ich keinen Test oder keine Berichte im Internet finden, also habe ich den Test selber gemacht. Das Motorola fiel schon am Anfang raus, da es weder Batteriebetrieb noch Eco-Modus hat. Der Test hat gezeigt, dass das Avent 505 im Eco-Modus zwar geringer, aber trotzdem durchgängig strahlt. Und beim Nook gibt es zwar eine manuelle Reichweitenhalbierung, wodurch auch die Strahlung verringert wird, jedoch sind die zwei Finalisten mit der geringsten Strahlung das Avent 560 und eben das Angel Care. Erstaunlicherweise strahlte im Test das Philips nur ca. halb so viel im normalen Betriebsmodus wie das Angel Care. Jedoch konnte sich das Angel Care im Echo-Modus mit etwas besseren Strahlungswerten behaupten. Damit hat es Angel Care geschafft, durch wenig Strahlung zu überzeugen. Wenn auch der Unterschied zum Philips Avent 560 nur sehr gering ist. Was mir bei den Tests sonst noch so aufgefallen ist und welche Funktionen es gibt, das zeigt eine kleine Bilderstrecke bei uns auf dem Blog.